Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, meine Damen und Herren, der Wandel zu einer CO2-freien oder auch nur CO2-armen Welt ist eine Notwendigkeit, an der es, glaube ich, unter jedem, der Politik seriös betreibt, keinen Zweifel geben darf. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die Corona-Pandemie ein Gamechanger ist, das Spielfeld fundamental verändert, auf dem wir uns bewegen. Und wir wissen ferner, dass der Wandel zu einer klimaneutralen Welt ohne die Menschen im Lande, ohne die Menschen der Welt nicht funktionieren wird. Und dieser Satz steht für mich ganz bewusst, diese Sätze stehen für mich ganz bewusst am Anfang. Bei Ihnen, Frau Kollegin Pörsch, finde ich den Satz, Sie, also die Maßnahmen des European Green Deal, müssen so gestaltet sein, dass die Menschen bei diesem Umbau auch mitgenommen werden. Der Satz steht am Ende Ihres Antrags und das auch nur in der Begründung. Ich finde das schon mal bemerkenswert, weil Mitnehmen alleine reicht nicht. Die Menschen dürfen Veränderung nicht als Bedrohung wahrnehmen, sondern sie müssen eine Chance darin sehen. Sie müssen genau dazu sagen Sie mir in dem Antrag, in Ihrem Antrag noch deutlich zu wenig. Sie bieten in dem Antrag nur genau eine einzige Sache an, Umschulungs- und Weiterbildungsprogramme. Ich stelle mir mal vor, die Koalition hätte hier einen Antrag eingereicht zu den Folgen der Pandemie und würde sagen, naja, dann geht Ihr Unternehmen halt eben pleite und wir bieten euch dafür aber Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen an. Ich glaube, da wäre ein ganz veritabler Shitstorm gerade aus Ihrer Fraktion die Folge. Die Transformation unserer Wirtschaft zu weniger CO2-intensiven Prozessen, zu CO2-neutralen Prozessen ist eine Notwendigkeit. Aber auch das geht nicht gegen wirtschaftliche Prinzipien. Das geht nicht auf Kosten von Arbeitsplätzen. Das geht nicht auf Kosten von Freiheit. Das geht nicht auf Kosten von Wohlstand. Fahren, Reisen, Autonomie in der Lebensführung, Freude am Leben. Corona zeigt uns doch gerade, wie wichtig diese Werte für die Menschen draußen im Lande sind. Und deshalb sage ich Ihnen sehr deutlich, nach dem Corona-Lockdown, direkt in den Klima-Lockdown, das wird schlicht nicht funktionieren. Und auch das Abfedern von sozialen Härten ist doch nicht das, was Menschen sich am Ende des Tages langfristig wünschen. Meinen Sie wirklich, Frau Pörsch, dass die Planwirtschaft, auf die Sie mit Ihren Vorschlägen zusteuern, also ein Leben ohne Wachstum, ein Leben ohne Chancen oder mit weniger Aufstiegschancen, Menschen mitnimmt oder gar langfristig zufrieden macht? Alle Wege führen nach Moskau, Herr Alowati. Naja, wenn Sie fahren, wahrscheinlich, dann geht der Zug in der Tat nach Moskau. Meine Damen und Herren, wir Freie Demokraten sind der Überzeugung, dass Menschen mehr in ihrem Leben wollen als eine bescheidene Grundversorgung durch den Staat. Mindestlohn, Sozialwohnung und Grundrente können ein Sicherheitsnetz bilden, aber sie sind keine Lebensentwürfe für eine Gesellschaft. Menschen wollen Chancen für ihr Leben haben, werden nach Corona übrigens auch viel nachholen wollen, auch sei es Freude am Leben, sei es ein guter Job, sei es gutes Geld oder sei es auch schlicht und ergreifend Urlaub außerhalb von Schleswig-Holstein. Und deshalb müssen wir, und das ist der wesentliche Unterschied, Frau Pörsch, zu dem, was in Ihrem Wahlprogramm drinsteht, Corona den Green Deal effizienter machen. Deshalb müssen wir die Politik wirksamer machen. Wir müssen etwas für den Klimaschutz tun und darüber neue Chancen erschließen. Und dazu braucht es allerdings zum Teil, wenn man sich die Vorschläge und Vorgehensweisen der EU-Kommission anguckt, auch schlicht und ergreifend eine Wende im Kopf. Beispiel Emissionshandel. Mit handelbaren CO2-Zertifikaten und einer damit verbundenen klaren Mengenbegrenzung können Emissionen sehr kurzfristig kontrolliert heruntergefahren werden. Klimaschutz wird so garantiert. Was macht aber die Große Koalition in Berlin? Sie erhöht einfach die Steuern auf Benzin. Wer sich bezahlen kann, kann sogar noch mehr fahren und kann sogar noch mehr Benzin verbrauchen. Statt Steuererhöhungsspiralen brauchen Sie einen Emissionshandel mit einem CO2-Deckel, der Jahr für Jahr sinkt und damit die Innovationen und nicht den CO2-Ausstoß befeuert. Da kann auch jeder mehr verfeuern, der mehr bezahlen kann. Das ist Ihnen schon klar, oder? Nein, ein CO2-Deckel, Herr Kollege, wenn Sie einen CO2-Deckel drauf haben, bedeutet das, dass die Gesamtemissionen sinken müssen, weil es gibt nicht mehr Zertifikate als das, was dann gerade verbraucht werden darf. Es wird also nicht im gesamten Volumen steigen können. Zweites Beispiel, Technologieneutralität. Die EU, übrigens mit
gnädige schwarz-rot-grüne Unterstützung, setzt komplett einseitig auf E-Mobilität. Es gibt andere Alternativen, die auch deutlich, wenn Sie sich mal die ökologische Wirkung von Akkus angucken, deutlich einfacher, möglicherweise deutlich effizienter sind. Denken Sie beispielsweise an das Thema Wasserstoffautos, grüne Wasserstoffautos. Denken Sie an das Thema, E-Fuels. Meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie, Corona hat das Spielfeld fundamental verändert. Ich vermisse in Ihrem Antrag das Innovative, ich vermisse in Ihrem Antrag das Neue. Ihr Antrag ist eine Wiederholungssendung Ihres Wahlprogramms und mehr leider nicht. Aber wir stehen für Chancen. Wir Freie Demokraten stehen auch für zweite Chancen, wenn der erste Versuch wie bei diesem Antrag daneben gegangen ist. Das Thema, wie verändert sich der Green Deal, welche Folgen für den Green Deal ergibt sich aus Corona, das möchten wir gerne im Europaausschuss mit Ihnen diskutieren. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da sogar eine vernünftige Lösung finden. Dankeschön.